Bozens Bürgermeister Luigi Spagnoli hat in einer Aussage dem Schützenbund vorgeworfen, alle Alpini als Faschisten zu sehen und gerade deshalb diese Kundgebung organisiert zu haben. Für den Landeskommandanten der Schützen, Elmar Thaler, eine unverständliche Aussage. Heute wollte er Klarheit schaffen. Am 25. April feiert die Republik Italien den Tag der Befreiung vom Nazifaschismus. Für den Abend davor plant der Südtiroler Schützenbund einen Protestmarsch, eine Kundgebung gegen den Faschismus, aber auch für das Los von Italien. Am 24. April sind es genau 15 Monate, seit Minister Bondi an Landeshauptmann Dornwalder den Brief geschrieben hat, dass das Mussolini-Relief entfernt werden kann. Wir haben jetzt am letzten 24. Jänner darauf aufmerksam gemacht, dass genau ein Jahr her ist und immer noch nichts passiert ist. Deshalb haben wir gesagt, wir geben jetzt nochmal den Verantwortlichen 3 Monate Zeit, etwas zu bewegen. Ansonsten werden wir, wie wir schon damals 2008 angekündigt haben, wieder gegen das Mussolini-Relief demonstrieren. Der Protestmarsch des Südtiroler Schützenbundes ist für den 24. April geplant, rund 2 Wochen vor dem bereits seit längerem geplanten Alpinitreffen in der Landeshauptstadt. Soll diese Kundgebung eine Art Provokation sein? Nein, ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Ich bin überzeugt, dass die Alpini keine Faschisten sind. Deshalb verstehe ich auch die Argumentation von Bürgermeister Spagnoli überhaupt nicht, dass eigentlich unser Protestmarsch im Gegensatz zum Alpini-Aufmarsch stehen sollte, beziehungsweise eine Provokation sein sollte. Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass auch Bürgermeister Spagnoli und eventuell sogar auch die Alpini, wenn sie schon Antifaschisten sind, mit uns mitdemonstrieren sollten, damit das Mussolini-Relief wegkommt. Ich glaube nicht, dass die Alpini wirklich wollten, dass auf, in einer demokratischen Zeit auf einem Finanzgebäude noch der Mussolini hoch zu Ross reitet und oben bleibt. Bei der geplanten Kundgebung wollen die Schützen nicht nur zu den Denkmälern und zum Gerichtsplatz, sondern auch zum Regierungskommissariat marschieren. Im abgelaufenen Jahr haben wir öfters bei Landeshauptmann Dornwalder und auch bei Bürgermeister Spagnoli nachgefragt, wie es denn nun steht um die Entfernung dieses Denkmals. Und immer wieder wurden wir darauf hingewiesen, dass eigentlich noch das Einverständnis des Eigentümers fehlt. Uns wird so langsam bewusst, dass weder Bürgermeister Spagnoli noch Landeshauptmann Dornwalder direkt etwas ausrichten können. Ausrichten kann nur der zuständige Finanzminister bzw. die Regierung in Rom etwas. Denen gehört ja dieses Denkmal. Und wir haben gesagt, der Regierungskommissär ist die Vertretung, praktisch der Botschafter der römischen Regierung in Südtirol und deshalb wollen wir ihn am 24. April besuchen kommen. Laut Thaler sollte es allen Menschen, egal welcher politischen Richtung und welcher Sprachgruppe, ein Anliegen sein, dass das Relief vom Finanzgebäude verschwinde. Eine zufällige Verdeckung durch eine Tribüne am Tag des Alpini-Aufmarschs sei nicht genug. Wenn Bürgermeister Spagnoli wirklich etwas tun möchte, dann wäre wahrscheinlich ein erster Schritt, um auch seinen Aussagen Glaubwürdigkeit zu verleihen, dass er endlich mal am Abend das Licht abschaltet dort am Gerichtsplatz und das Mussolini-Standbild nicht mehr beleuchtet. Ich glaube, das wäre wirklich ein erster Schritt, den er machen könnte. Und da braucht er keine Genehmigung aus Rom. Das kann er ganz selbst einfach dort dem Aufsichtspersonal anweisen.